Your time is up. Und hier ist ein Mann auf dem Weg zum Ring, der den Schurken bestrafen will. Der so unfair den Titel gewonnen hat und bisher verteidigt hat. Er möchte ihn jetzt einfach dafür bestrafen. Er ist bisher unbesiegt. 3 Siege, seine erste Titelchance hier bei Unlimited Wrestling, das allererste Mal im Main Event. Und wie man so hört, bei den Zuschauerreaktionen auch unglaublich beliebt. Para, ich bin ja froh, dass ihr beide zu den liebsten und nettesten Wrestling-Kommentatoren überhaupt gehören. Wir können uns ganz entspannt zurücklegen. Wir müssen keine Angst haben, dass uns der Krampus was tut. Denn wie du ja schon gesagt hast, der bestraft nur die Bösen. Und einer, der Strafe nötig hat, den sehen wir jetzt gleich. Nämlich den Gegner vom Krampus. Denn der heißt nicht umsonst The Villain, der Schurke Marty's Girl. Dieser Mann, er hat auf kontroverse Weise den Unlimited Wrestling Titel von Fast Time Mudo gewonnen, nach einem Tiefschlag. Er hat den Unlimited Wrestling Titel bei Icebreaker, unserer letzten Show hier in Thale, in einem Three-Way gegen Joe E. Legend und Marius Alani verteidigt, indem er die Beine auf dem Seil hatte. All das, das schreit natürlich nach einer Strafe vom Krampus. Dies wird die zweite Titelverteidigung von Marty's Girl hier bei Unlimited Wrestling. Und wie du vorhin auch gesagt hast, beide Männer sind hier in Unlimited Wrestling noch immer unbesiegt. Wir sprechen hier in unserem Kommentar viel über Erfahrung, Ringkenntnis und so weiter. Und bei Marty's Girl ist das Ausschlaggebende meistens. Er war so gut wie überall auf dieser Welt schon im Ring gestanden und hat so eine krasse Ringerfahrung, von denen viele Wrestler hier noch lernen können. Und ja, es ist auf jeden Fall Erfolg gekrönt. Der Krampus, auch er, ein Gesicht des Schreckens, wie wir hier sehen. Ich glaube, da wird Marty's Girl gerade bewusst, mit wem er sich hier heute einlässt. Das erste Aufeinandertreffen hier der beiden bei Unlimited Wrestling. Und es geht direkt um die Unlimited Championship. Geben wir erstmal ab an unseren Ringsprecher und Kollegen Fabs, der beide Wrestler hier im Ring vorstellen wird. Okay. Zu meiner Rechten, der Herausforderer. Aus Salzburg mit 105 Kilogramm ist der Winterdämon Krampus!
zu meiner Linken aus Cambridge, UK, mit 206 Pfund ist der Unlimited Champion, the Villain, Marty Scurll! Euer Referee für den heutigen Main Event, Kev the Ref. Ringfrei. Es heißt ja also Österreich gegen United Kingdom in diesem Main Event. Das in Deutschland, hier im Clubhaus in Thale. Also staturmäßig liegen hier gerade die Vorteile bei Krampus, aber ich glaube, das hat nichts zu heißen. Ja, dafür, denke ich mal, liegen die Vorteile bei Marty Scurll, bei seiner Verschlagenheit. Nicht umsonst ist er der Schurke des Professional Wrestlings. Der ist mit allen Wassern gewaschen, der kennt jeden Trick. Aber die Frage ist, nutzen diese Tricks etwas gegen den Winterdämon, gegen einen Mann wie Krampus? Kann der Winterdämon auch im Sommer gewinnen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das finden wir jetzt heraus, denn es ist Main Event Zeit, liebe Fans. Auch hier das Publikum gespalten. Und der Krampus setzt gleich an. Soll das gleich sein Finisher werden? Der Swinging TKO, aber Marty Scurll, der befreit sich ja nochmal. Das ist diese Ringerfahrung, das hat er einfach gemerkt. Kommt jetzt hier angesprungen. Kick! Super Kick gegen den Krampus. Aber das steht da fast unberührt. Das scheint den Krampus gar nicht zu stören. Noch ein Superkick. Da wankt der Krampus ein bisschen, aber er steht immer noch. Marty Scurll kann es kaum fassen. Und noch ein Kick, aber Krampus kann ihn hier abfangen. Holt der Marty Scurll von den Beinen. Und da rollt sich Marty Scurll erstmal wieder raus. Ja, er weiß auch ganz genau, was er für Spielchen spielen muss. Zieht ihn direkt nochmal hier weg. Die Action verlagert sich nach draußen. Chops von Marty Scurll gegen den Krampus. Ein harter Chop nach dem anderen. Und jetzt direkt vor den Fans, die Krampus so lieben. Oh. Aber da war er weg und er schlägt gegen den blanken Stahl des Ringpfostens. Und dafür kann Krampus hier nochmal kräftig zuschlagen mit diesem Chop. Das sind Schmerzen mit der Handkante direkt an diesen Stahlpfosten. Da muss unser Kameramann aufpassen, der wird ja auch noch fast von der Action mitgerissen. Man lebt hier gefährlich als Kameramann direkt am Ring. Jetzt geht's auf die Stage, auf die Eintrittsrampe. Marty Scurll sitzt ja auf den Treppen. Der Krampus schlägt unerbittlich auf den Schurken ein. Es gibt weiterhin den Schlagabtausch außerhalb. Chops von Marty Scurll. Weiter mit den harten Schlägen hier in den Rücken von Krampus. Ja, wir müssen auch sagen, man kann einen Titel einfacher verteidigen, als ihn zu gewinnen. Ja, gewinnen kann man den Titel ja nur durch Pinfall oder Submission. Und jetzt geht Krampus auf die Stage. Was hat er vor? Ich glaube, Krampus möchte fliegen und nimmt Anlauf. Oh, 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 oh. Krampus fliegt! Da reißt er noch unsere gesamte Security mit. Hat ja auch Marty erwischt. War der überhaupt dabei? Nein, war nicht dabei. Er fragt hier nach dem Gürtel. Jetzt wird's unfair. Aber der Ref, der steht noch. Das hat er, glaube ich, gar nicht so mitbekommen. Oder weiß er das? Und will so seinen Titel verteidigen. Kev the Ref, der will hier auch. Und nimmt in den Gürtel ab. Ja, da reagiert unser Ringrichter gut. Ein erfahrener Mann, das kennen wir ja von Kev the Ref. Der Krampus hebt den Marty Scurll aus. Cover. Hin. Eins, zwei. Und er kommt nochmal heraus. Das ist die Schläge gegen Marty Scurll. Dieser Submission hier. Knallharte Schläge vom Krampus auf die Brust vom Schurken.
Ambrose, der ist jetzt hier on fire. Er nimmt Anlauf. Clothesline. Aber das Girl auch schon wieder. Und Tornado DDT von Marty Skrull. Und direkt der Pin hier. 1, 2. Und es reicht noch nicht. Der Kick hier gegen Krampus und nochmal der Pin. Der Krampus kommt hier noch relativ souverän raus. Also da muss Marty Skrull doch noch weiter nachsetzen. Den Krampus weiter schwächen. Jetzt geht's wieder in die Ringecke. So, jetzt soll es hier offenbar diese Schlagsalbe geben an der Ringecke. 1, 2. Ja, so ein bisschen werden wahrscheinlich diese Schläge von der Maske gepolstert, aber so dick ist die auch nicht. So, Marty Skrull ist bei 9, macht er die 10 noch voll. Oh, der 10. Schlag ist eine Ohrfeige. Haben wir das Wort Wortschnauz schon gedroppt? Nee, oder? Bisher noch nicht. Da wird es langsam Zeit. Und der Arm wird hier verdreht vom Krampus. Oh, und Marty Skrull springt hier aufs Handgelenk. Marty Skrull macht hier weiter und mit harten Schlägen hier in die Rückenpartie von Krampus. Dieser Marty Skrull, das ist ein Mann, der kennt all diese Kleinigkeiten, all diese Finessen. Das macht ihn auch so gefährlich. Snapmare gegen den Krampus, Kick in den Rücken. Oh, das Publikum fordert einen Titelwechsel. Vielleicht geben diese Rufe dem Krampus nochmal Energie und Kraft. Und es überstreckte hier den Trizeps von Krampus. Aber er kommt nochmal heraus und schlägt hier auf den Schurken Marty Skrull ein. Aber er zieht ihm die Beine weg und tritt hier nochmal gegen die Beine von Krampus. Das ist natürlich auch clever gemacht, dem Krampus hier den Stand zu nehmen durch solche Aktionen. Der Figure-4-Ansatz geht hier doch nicht durch. Da kann sich der Krampus befreien, läuft aber in den Elbow von Marty Skrull. Wird das Suplex-Ansatz. Wow! Das jetzt. 1, 2. Ja, die Cover werden langsam länger, aber es reicht immer noch nicht. Der Krampus hat immer noch Kraft, sich hier zu befreien. Verächtlich tritt er ja auf Krampus ein. Er fragt sie, was ist das? Oh, da verhöhnt ja Marty Skrull den Winterdämon. Da sollte er sich mal nicht so sicher sein, weil damit gibt er natürlich Krampus auch eine Chance, sich zu erholen. Ja, man darf Krampus nicht unterschätzen. Das haben andere schon gemacht, diesen Fehler. Und haben es bitter bereut. Wieder eine Ohrfeige. Oh, aber das stachelt den Krampus nur an. Schau dir das mal an. Der kommt jetzt wieder auf die Beine. Jetzt spürt der Krampus keine Schmerzen mehr. Und schlägt hier auf Marty Skrull ein. Und was für ein Clothesline. So schnell wendet sich das Blatt. Marty Skrull muss Bekanntschaft mit der Ringecke machen. Und er möchte auf selbige gehen jetzt. Oh, aber Vorarm von Marty Skrull. Aber der Krampus. Sehr schön gemacht hier von Krampus. Er baut sein Momentum auf und möchte hier das Match beenden. Clothesline. Was für eine Wucht dahinter steckt. Oh. Das wäre es fast gewesen. Fans sagen, das war 3, war es aber nicht. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr knappes Cover. Das war sehr knapp. Und jetzt hier die Schläge. Beide sind sehr angeschlagen, wie man hier sieht. Jede größere Aktion kann hier das Match beenden. Und jetzt hier der Lock-up. Marty Skrull schadet hier weiter den Beinen von Krampus, möchte ihn damit den Stand auf Dauer rauben.
Ja, wenn die Beine von Krampus geschwächt sind, dann kann er auch sein Finisher, den Swinging DKO, nicht einsetzen. Geht der Sharpshooter durch, er muss ihn nur noch drehen, aber Krampus wehrt sich. Der Krampus, der blockiert, er versucht es, die Aktion abzuwenden. Marty Skrull setzt all seine Kraft rein, hier den Krampus irgendwie noch zu drehen. Und jetzt die Tritte nochmal gegen das Bein hier. Und, noch, und jetzt der Ansatz hier zum Figure vor Leglock. Und das mitten im Ring. Das ist ganz gefährlich für den Winterdämon Krampus. Wie lange wird er hier durchhalten? Kann er sich nochmal befreien? Das sind die großen Fragen, die sich hier Krampus wahrscheinlich stellt. Der Krampus schlägt auf das Knie von Marty Skrull ein. Ja, aber Marty Skrull hat wieder die Oberhand. Muss aber hier auch aufpassen, wenn er sich hinlegt, ist das ein Pin und der Ref zählt, wie wir gerade gesehen haben. Ja, sobald die Schultern am Boden sind, haben wir hier eine Cover-Situation. Ja, Krampus rockt zum Seil und kommt hinein. Jetzt muss Girl loslassen. Oh, Marty Skrull lässt sich natürlich Zeit, solange ist das Regelwerk erlaubt. Der Ringrichter zählt ja bis 4. Den Namen Villain, also den Schurken, hat er nicht umsonst. Das Regelwerk wird bis zum Anschlag gedehnt. Und selbst wenn er disqualifiziert ist, sein Titel ist er dadurch nicht los. Das weiß er, glaube ich, auch. Weiter geht es hier auf das Bein. Ja, es wird immer wieder attackiert, um dem Krampus weiter den Stand zu rauben. Er nimmt Anlauf. Aber oh. Krampus hier mit der Schulter im Weg. Sunset Flip vom Krampus. In den Einroller. Und jetzt hier, Sharpshooter-Ansatz von Krampus. Der geht durch. Auch in der Mitte des Rings. Das ist die große Chance für Krampus, erstmal Unlimited Wrestling Champion zu werden. Das ist ganz gefährlich für Marty Skrull hier. Und überlegt schon so ein bisschen, soll ich klopfen oder so? Er robbt zum Seil. Der hat Schmerzen, der versucht ans Seil zu kommen. Dieses schmerzverzerrte Gesicht. Ja, man sieht es auch, diese innere Zerrissenheit. Soll er abklopfen oder die Schmerzen noch weiter überstehen und vielleicht eine Verletzung mit davonraten. Aber er kommt immer näher zum Seil und schafft er es. Oh. Er überlegt auf jeden Fall abzuklopfen. Und ja, er kommt ins Seil. Jetzt ist er im Seil. Ja, Krampus muss lösen. Und er lässt direkt los, im Gegensatz zu Marty Skrull. Aber du siehst, auch der Krampus, der hinkt hier ein bisschen. Also die Aktionen gegen das Bein vom Krampus, die haben auch ihre Wirkung gezeigt. Krampus setzt weiter nach. Mit harten Schlägen hier gegen Marty Skrull. Oh, aber der Villain, der Schurke, er schlägt zurück. Discus Punch von Marty Skrull. Loseline jetzt mit Anlauf hier, aber Krampus taucht ab. Doppelter Clothesline. Da liegen beide. Was für eine Wucht hier von beiden kam. Und Para, einer dieser beiden Männer wird heute zum ersten Mal innerhalb von Unlimited Wrestling verlieren. Bisher sind beide unbesiegt. Du sagst es, eine Winstreak wird hier heute enden und eine wird fortgesetzt. Die Frage ist aber hier, von wem? Für den einen steht der Titel auf dem Spiel, für den anderen nur seine Winstreak. Beide erheben sich jetzt hier an den Ringecken. Marty Skrull kommt angerannt, aber... Ja, Skrull läuft in den Ellbogen vom Krampus. Der Krampus rollt ihn ein. Rolle, eins, zwei, aber ja, schau diese Kraftdemonstration hier von Krampus an. Oh, Superkick angetäuscht. Jetzt der tiefe Kick gegen das Knie von Krampus. Krampus soll aufstehen. Und hier das Knie. Und nochmal ein Knie. Oh, das wird ja eine richtige Serie. Superkick von Marty Skrull. Piledriver-Ansatz. Direkt auf die Hörner vom Krampus. Eins. Aber der, oh, bei eins kommt der Krampus raus. Das ist ja Wahnsinn. Was ist denn da jetzt los? Krampus mit völlig neuen Kräften, ne? Als ob nichts gewesen wäre. Schau dir den Gesichtsausdruck von Marty Skrull an. Er kann es selber nicht glauben. Das sind diese mystischen Kräfte des Winterdämons.
Er taucht hier ab. RKO! Der Krampus will es jetzt wissen. Ansatz. Und dann, da kann sich Mighty Skrull befreien. Nimm ihn auf die Schultern. Da zeigt Mighty Skrull selbst den Swinging TKO. Eins, zwei. Der Krampus kommt aber nochmal raus. Skrull kann es kaum glauben, dass hier Krampus noch einmal aus diesem Pin rauskommt. Das wäre jetzt wirklich bitter gewesen, hätte Krampus durch sein eigenes Finishing-Manöver hier verlieren müssen. Schau dir ins Gesicht von Marty Skrull. Das ist die pure Verzweiflung. Er weiß so langsam nicht mehr weiter, was er noch alles gegen Krampus ausrichten muss, damit er bis drei am Boden liegt. Oh, jetzt gibt Marty Skrull das Zeichen, ja. Das Ende naht, zumindest wenn es nach Marty Skrull geht. Wir wissen alle, sein Finisher ist der Crossface Chicken Wing. Den will er jetzt hier ansetzen. Geht er durch? Nein, Krampus kann sich wehren. Und zeigt, oder möchte ihn seinerseits zeigen. Will der Krampus jetzt selbst den Chicken Wing zeigen? Sieht ganz so aus, kann aber noch nicht so ganz um Marty durchgreifen. Ja, der Ansatz ist nämlich ganz so perfekt. Oh, 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 da bearbeitet Marty Skrull die Finger vom Krampus. Ah, da spaltet er ja direkt die Hand vom Krampus in zwei. Oh, und der Krampus, der renkt sich die Finger selbst wieder ein. Als wenn nichts gewesen wäre. Man rennt hier in das ausgestreckte Bein von Skrull und fliegt an. Der Krampus fängt Marty Skrull ab. Und da setzt er wieder an. Nochmal. Oh, die KO-Ansatz, aber es erwischt den Ref. Kev, der Ref geht zu Boden. So war das nicht geplant. Der Krampus kümmert sich um unseren Ringrichter. Marty Skrull rollt nach außerhalb. Pech für Krampus, Glück für Marty Skrull. Das hätte es jetzt sein können. Und er schnappt sich, wenn man schon sieht, einen Stuhl. Er nutzt diese Situation aus. Oh, da zeigt Marty Skrull hier etwas aus dem Eddie Guerrero Handbuch. Aber das kann der Krampus auch. Wenn der Ringrichter jetzt wieder zu sich kommt, dann werden sicherlich einige Fragezeichen in seinem Kopf vorgehen. Der Ref weiß nicht, was da passiert ist. Was ist hier los, denkt sich unser Ringrichter. Da verdächtigt er jetzt erstmal Marty Skrull. Marty Skrull streitet natürlich alles ab. Kev the Ref checkt jetzt hier den Krampus. Entfernt erstmal den Stuhl hier aus dem Ring. Krampus steht schon wieder. Whip in die Seile, Skrull kontert. Und ein Roller hier. Eins, zwei. Oh, das wär's fast gewesen. Oh, jetzt Ansatz zum Crossface Chicken Wing. Geht der Move diesmal durch, aber der Krampus, der befreit sich. Wieder ein Cover. Eins, zwei. Das wär's fast gewesen. Wieder. Swinging TKO. Da ist er. Das muss es jetzt gewesen sein, Para. Jetzt muss der Pin folgen, dann war's das. Eins, zwei. Da. Nein. Skrull kommt nochmal in die Seile. Oh, da friert selbst unser Ringrichter ein. Der kann es nicht glauben. Wir sind alle fassungslos. Die Wrestler, der Ringrichter, die Fans. Spannung pur. Aber wir sehen, Kev the Ref, der ist auch immer noch ein bisschen benommen von der Aktion, die er einstecken musste. Krampus lauert wieder. Skrull kommt so langsam auf die Beine. Oh, Skrull hat den Titel. Und möchte zuschlagen, aber nein, macht es nicht. Ein großes Lob an unserem Ringrichter. Oh, aber da schlägt Krampus mit dem Regenschirm auf Skrull ein und rollt ihn ein.
hin. Eins, zwei. Das war's immer noch nicht. Wo hat Girl diese Kräfte her, nochmal da auszukicken und dann nochmal der Ansatz hier? Auf die Schultern. Swinging TKO. Aber Marty Scott befreit sich schon wieder. Und da wäre der Ringrichter schon wieder fast getroffen worden. Scott mit dem Gürtel und schlägt zu auf Krampus. Der Ref hat es nicht gesehen. Jetzt wieder Ansatz zum Crossface Chicken Wing. Submission hier. Muss Krampus abklopfen. Oh, die Aktion ist voll durchgezogen. Der Ringrichter lässt die Glocke läuten. Gewinner dieses Matches via Submission und damit weiterhin Unlimited Champion, The Villain, Marty Scurll. Marty Scurll gewinnt hier erneut sein Match, dieses Titelmatch. Krampus komplett K.O., liegt hier am Boden. Wow, was für ein Match. Wer hätte gedacht, dass der Krampus verliert, indem er sein Bewusstsein verliert? Es sah so oft diesen Match aus, als würde Krampus gewinnen, aber am Ende kann sich hier wieder Marty Scurll durchsetzen. Marty Scurll hat seinen Titel ein zweites Mal verteidigt. Er bleibt unbesiegt bei Unlimited Wrestling. Und der Krampus, wir müssen es so sagen, er hat seine erste Niederlage eingefahren. Oh, das ist die Musik von unserem Chef Martin Guerrero. Er kommt noch mal zum Ring. Was macht er hier? Was hat er vor? Oh, siehst du das Grinsen im Gesicht von Martin? Der hat doch irgendeinen Plan. Marty's Girl, still the champion. Okay, nicht schlecht, not bad, but, you know, we've got a big show in July, and there's another Unlimited Championship match, and I think I've got the right one who should be your opponent for the first night. Wir haben ihn heute gesehen, wie er gegen Martin Guerrero im Ring stand. Hier ist der Bad Bone John Klinger. Kaum ist da eine Muskelberg weg, kommt der nächste. Und alle voll an diesen Titel. Der Main Event für Wrestival Tag 1 am 23.07.2022 steht fest. Marty Scurll setzt die Unlimited Wrestling Championship gegen Bad Bone John Klinger aufs Spiel bei Wrestival, dem größten Wrestling-Wochenende Europas seit Jahren. Besorgt euch die Tickets, verdammt nochmal. Tickets.unlimitedwrestling.de. Holt euch Tickets, seid dabei. Wir hören und sehen uns wieder bei Ocean Bash am 11.06. Bis dahin und ciao.